Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde Ihnen hier zeigen, wie man die sinusförmige Wechselspannung auf dem Casio FX91DE mit Hilfe der Tabellenfunktion darstellt. Zuvor gehe ich noch ein wenig auf die Theorie ein. Die sinusförmige Wechselspannung lässt sich als Funktion über die Zeit in der Form U von t gleich U Dach mal Sinus Omega t darstellen. Hier ist kein Anfangswinkel berücksichtigt worden. Man kann das Ganze auch aufschreiben, indem man aus U Dach Wurzel 2 mal den Effektivwert macht. Omega ist die sogenannte Kreisfrequenz oder Winkelgeschwindigkeit und berechnet sich aus Omega gleich 2 mal Pi mal F. Dann heißt es Kreisfrequenz oder aus Omega gleich 2 mal Pi durch T. Dann heißt es Winkelgeschwindigkeit. Es steckt aber ein und dasselbe dahinter. Es gibt zwei Namen für einen und denselben Begriff. Als Beispiel hier die sinusförmige Wechselspannung im öffentlichen Netz in Deutschland. Die hat einen Effektivwert von 230 Volt und eine Frequenz von 50 Hertz. Die Werte setze ich nun in diese Funktionsvorschrift ein. Wir sehen das hier, Wurzel 2 mal 230 Volt mal Sinus 2 mal Pi mal der Frequenz mal der Zeit t, die nun die Variable ist. Da ich aber die Zeit t in Millisekunden einsetzen möchte, muss ich diesen Wert der Frequenz, 50 Hertz ist 50 pro Sekunde, in 0,0501 pro Millisekunde umwandeln, bevor ich die Werte in Millisekunden hier eingeben darf. Was unbedingt zu beachten ist, ist, dass diese Formel so angelegt ist, dass der Wert, der hier rauskommt, den Drehwinkel des Dauermagneten, der diese Spannung erzeugt, wiedergibt, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt, den ich hier eingegeben habe, aber im sogenannten Bogenmaß, das statt von 0 bis 360 Grad von 0 bis 2 Pi geht. Der Taschenrechner muss also, bevor ich mit dieser Funktionsvorschrift in dieser Form arbeiten kann, in das Bogenmaß eingestellt werden. Ich werde im nächsten Abschnitt des Videos genau das auf dem Taschenrechner durchführen und werde, nachdem ich das getan habe, zurückkommen auf diese Seite und Ihnen zeigen, welche Besonderheiten zu beachten sind, wenn Sie mit Anfangswinkel arbeiten möchten. Ich werde nun zeigen, wie diese Funktionsvorschrift im Bereich von 0 bis 20 Millisekunden mit Hilfe des Casio FX991DE und seiner Tabellenfunktion zu berechnen ist. Ich muss aber hier bedenken, wie bereits gesagt, dass der Taschenrechner im Bogenmaß stehen muss. Er steht aber hier noch im Gradmaß. Der ist also erst umzustellen. Shift, Setup, Winkeleinheit 2, auf Bogenmaß umstellen 2. Jetzt ist er auf Bogenmaß umgestellt. Das kann man hier sehen, mit Radiant angegeben. Ich wähle jetzt die Tabellenfunktion. F von x, jetzt kann ich die Funktionsvorschrift fast genauso, wie sie hier steht, eingeben. Wurzel aus 2 unter der Wurzel weggehen mal 230 mal Sinus 2 mal Pi steht auf dieser Taste als Zweitfunktion, Shift Pi mal 0,05 mal, und jetzt kommt die Variable, das ist x, die finde ich auf der Taste, mit der Alpha-Taste komme ich da dran, Alpha x, Klammer zu, gleich. Ich kann jetzt noch eine zweite Funktion angeben, das möchte ich aber nicht. Ich muss nun den Startwert angeben, ich will bei 0 Millisekunden anfangen, gleich, bei 20 Millisekunden wieder aufhören, gleich. Und ich möchte immer um eine Millisekunde weitergehen. Inkrement 1, gleich, und die Tabelle steht dort. Beim Ablesen aus der Tabelle muss man etwas Acht geben, denn man fängt häufig mit dem x-Wert 0 an, aber hier ist einfach eine Liste der Werte angegeben, die mit 1 anfängt. Also das sollte man nicht miteinander verwechseln. Ich kann nun hier rüber gehen auf die rechte Seite, sodass die Funktionswerte auch hier im Display dann gut zu lesen sind. Und so kann ich mir nun einen Funktionswert nach dem anderen ansehen. Ein echtes Highlight bei diesem Taschenrechner ist es aber auch, dass man nun auf einem Computer oder Smartphone sich diesen Funktionsverlauf tatsächlich direkt ansehen kann. Dafür gehe ich auf Shift QR und sehe hier einen QR-Code, den ich auf einem Smartphone einscannen kann.
Oder in diesem Fall kann ich auch direkt hier draufklicken und werde dann genau in diese Funktion kommen. Durch Klicken auf den QR-Code gelange ich nun auf eine Seite von Casio und kann dort individuelle Einstellungen für meine Funktionsvorschrift, die hier sogar nochmal abgebildet worden ist, vornehmen. Ich möchte von 0 bis 20 Millisekunden von einem Wert von Ymin minus 350 Volt bis zu einem Maximalwert von 350 Volt die Funktion anzeigen lassen. Das kann ich mit Draw realisieren. Und siehe da, ich sehe die Funktionsvorschrift auf dem Bildschirm. Mit AC kann der QR-Code wieder gelöscht werden. Um die Table-Funktion wieder aufzuheben, gehe ich wieder auf das Menü, klicke zurück in den Normalmodus, Rechenmodus, auf das Gleichheitszeichen und die Schritte sind vollzogen. Schauen wir uns nun die gleiche Fragestellung noch einmal an, jedoch arbeite ich nun mit einer sinusförmigen Funktionsvorschrift, in der ein Anfangswinkel berücksichtigt wird. Die Funktionsvorschrift ist also um diesen Anfangswinkel im Argument des Sinus ergänzt worden. Hier sehen wir wieder die Darstellung mit dem Scheitelwert und die Darstellung mit dem Effektivwert. Das ist nichts anderes als vorher. Das gilt ebenso für die Kreisfrequenz bzw. Winkelgeschwindigkeit. Das Beispiel ist wiederum das gleiche. Jedoch kommt jetzt der Anfangswinkel als Beispiel hier von 120 Grad hinzu. Das Problem, das nun hier besteht, ist, dass dieser Teil im Argument einen Winkel im Bogenmaß berechnet, während hier ein Winkel im Gradmaß angegeben worden ist. Diese Darstellung ist sehr weit verbreitet, obwohl sie ja streng genommen so zumindest direkt gar nicht umgesetzt werden kann. Ich muss nun also Folgendes machen, bevor ich diese Funktionsvorschrift einsetzen kann. Ich muss diesen Winkel ins Bogenmaß umrechnen. Und zwar ist es ja so, dass Winkel im Gradmaß von 0 bis 360 Grad eingeteilt werden, während sie im Bogenmaß von 0 bis 2 Pi eingeteilt werden. Daher lässt sich diese Verhältnisgleichung aufstellen. Alpha im Bogenmaß verhält sich zu Alpha im Gradmaß wie 2 Pi zu 360 Grad. Möchte ich nun mit Hilfe dieser Formel ein gegebenes Gradmaß ins Bogenmaß umrechnen, so muss ich diese Formel auf das Bogenmaß umstellen. Das ist hier geschehen in dieser Zeile. Alpha Bogenmaß ist gleich 2 Pi durch 360 Grad mal Alpha im Gradmaß. Ich habe die 120 Grad hier schon eingesetzt. Dabei rauskommt 2 Pi durch 3. Ich muss also statt der 120 Grad, die hier oben zunächst eingesetzt waren, und wie es auch in vielen Fachbüchern üblich ist, bei der konkreten Berechnung die 120 Grad durch 2 Pi durch 3 ersetzen. Naja, und die Berechnung kann nun analog zu der ersten Berechnung im Taschenrechner erfolgen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen im Umgang mit der Sinusfunktion und dem Umgang mit dem Taschenrechner. Ich würde mich sehr über ein Like und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.